Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Eigentlich sollte ja heute die Griefer Games News kommen. Aber dann war ich mal wieder in den Weiten von Griefer Games unterwegs auf YouTube, hab geguckt, was gibt es denn so Neues. Und dann habe ich den lieben Brojo gesehen, der, ich weiß gar nicht, das habe ich heute früh um 6 Uhr gesehen, dass er da ein Video gemacht hat. Das muss das Team sehen. Erstmal schon wieder kompletter Clickbait-Titel. So, in diesem Video geht es darum, dass Brojo ein Drop-Event machen wollte, dass er aber oft gestartkickt wurde, weil er entweder mal was gespammt hat oder angebliches Scamming. Und darüber reden wir jetzt einfach mal, meine Meinung dazu und eure Meinung dazu könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute. Aber wir fangen jetzt einfach mal ganz von vorne an. So, Brojo wollte ein Drop-Event auf CityBuild Evil halt machen. So. Irgendein kleines Drop-Event, nicht so OP, denke ich jetzt mal. Also, was Kleines halt so. Er hat halt dreimal geschrieben, dann wurde er wegen Spamming gestartet. So, dann ist er auf ein anderes City gegangen und dann wurde der dort auch wegen Scamming gestartet, Leute. Angeblich soll irgendwie Golden Hand seine Community da drauf gehetzt haben. Das ist irgendwie ein bisschen für mich perplex, weil ehrlich gesagt, wenn Golden Hand sowas nötig hat, gut, dann Golden Hand hat, glaube ich, sowas nicht nötig. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich wahr ist. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Auf jeden Fall denke ich jetzt erstmal nicht, dass das so gemacht wurde. So, dann wurde er auf mehreren CityBuilds gestartet. Dann hat es ihm gereicht. Ist halt, ich glaube, das erste Mal, wo er gestartet wurde wegen Scamming, hat er geschrieben, das war jetzt Spaß. Und die anderen Male dahinter war es halt, keine Ahnung, aus welchen Gründen, auf immer. So. Ich sage es mal so, frei und direkt raus, Brojo, ich kann keinen Griefer Games YouTuber leihen. Erstens, wegen deiner Mikroqualität, die ist komplett im Arsch. Nur mal so als Info, kauft ein neues Mikro, redet ein bisschen ordentlicher. Und zweitens, kann ich euch da mal auch eine Story erzählen. Die habe ich, glaube ich, damals von einem von FlexFest sein Admins oder Leadern erfahren. Und zwar wollte FlexFest mit Brojo wollte der ein Drop-Event machen, so. Die hatten halt eine Woche Vorbereitungszeit, sowas, haben sich halt alles schön sauber überlegt. So, was macht Brojo? Er kommt mit 10k an und die wollten halt ein richtig fettes Drop-Event machen, so 500k. Und während FlexFest sich den ganzen Tag abgerackert hat und Sponsoren rangeholt hat. Und Brojo hat genug Zeit, es ist ja nicht so, als würde er niemanden finden, es gibt sicherlich Leute in seiner Community, die ein bisschen was haben und die ihm auch was spenden würden, Leute. Aber nein, der hat sich einfach nicht danach erkundigt wie FlexFest. FlexFest hat ja auch bessere Beziehungen, sage ich mal jetzt, wenn es um sowas geht. Aber trotzdem, Brojo hätte sicherlich auch Leute gefunden, die ihm so 100k oder sowas gegeben hätten. Das wäre ja kein Problem gewesen. Aber nein, dann kommt er da mit 10k und ein paar Items ein, während FlexFest irgendwas mit 300k und nochmal Sachen im Wert von 200k ankommt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau den Wert, aber auf jeden Fall will ich das nur mal zur Verdeutlichung sagen, Leute, dass Brojo einfach kaum was macht, immer nur Clickbait-Titel nimmt und sich beschwert, wenn er ein paar Mal gestartkickt wird, obwohl ihn kein Mensch leiden kann, auf gut Deutsch gesagt, auf dem. Also ich zumindest kann ihn nicht leiden. Von seinem Content her, von YouTube, als persönlich kann ich das nicht beurteilen, wie er als persönlicher Mensch ist. Aber von seinem Content her auf YouTube kann ich ihn nicht leiden. Das ist kompletter Clickbait-Content nach meiner Meinung. Er hat jetzt auch wieder einen kompletten Clickbait-Titel gewählt. Das Team muss das unbedingt sehen. Und dann beschwert er sich, dass das Team dagegen doch mal irgendwas machen soll. Also, Brojo, ich denke mal, das Team hat Besseres zu tun, als sich um deine kleinen Probleme zu kümmern. Wenn du ein Problem mit Golden Hand haben solltest, der seine Community darauf gehetzt haben sollte, ja, dem redet es einfach mit ihm selber. Dazu gibt es Teamspeak, mein Guter, oder WhatsApp oder jedes andere soziale Netzwerk. Ja? Und da musst du nicht extra ein Video machen, da hätte man auch vorher nochmal drüber reden können. Meine Güte. Das ist. Aber so ist es wenigstens an die Öffentlichkeit jetzt gekommen, Leute. Und ich hoffe, euch hat mein Statement dazu gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Like, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.